Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Mars. Und die letzte Folge war ja, wie soll ich sagen, außerordentlich clever hat sich da... Oh Mann, wow, wie nahe man hier halt ranzoomen kann. Ist schon geil gemacht. Ja, Gunicorn hat sich mal wieder ordentlich verpokert hier mit, wie soll ich sagen, dieses kleine... rund hier. Treibstoffraffinerien. Natürlich haben wir keine Treibstoffraffinerien mehr mitgenommen. Was durchaus Sinn macht, denn wir benötigen sie auch nicht groß. Ja. Wir warten hier also ab, bis diese Tankfüllung vollbracht wurde von den Drohnen. Dazu haben wir natürlich extra Drohnenzuschuss mitgenommen, den wir hier nicht brauchen, nicht benötigen können. Okay, wir könnten hier mal etwas nach vorne fahren, um wenigstens hier noch die Metalle und so weiter abzubauen. Aber ansonsten haben wir uns ziemlich hier in die rote Wüste gesetzt. Aber ja, okay. Wir warten jetzt mal die zweite... Wir warten jetzt einfach ab, bis wir hier diese Rakete befüllt haben. Und die Hälfte haben wir ja schon fast. Also von daher, das ist schon ganz okay. Das passt schon, das wird schon. Hier haben wir ein bisschen Zeit verspielt, aber hey. Die Gunians sind auf dem Mars, die haben Zeit. Die müssen sich überhaupt nicht beeilen. Falls wir dann die zweite Rakete wieder da haben... Und neue Ressourcen mitgebracht haben. Also respektive neue Fertigprodukte. Hier Raffinerien. Bitte denkt daran, Raffinerien mitnehmen. Sobald wir das haben, werden wir hier oben dieses Wasservorkommen benutzen, um die Raffinerien zu bauen und zu speisen. Sprich, um diese Raketen viel schneller zu betanken. Und hier drüben haben wir ja immer noch den optimalen Platz für eine Kuppel. Dazu werden wir aber erstmals die Treibstoffsicherung gewährleisten. Das ist mein Ziel. Ja, das ist so das, was heute ansteht. Also wir warten jetzt einfach mal ab. NATO. Hier haben wir einen weiteren Sektor gescannt. Okay. Oh, ein riesiges Betonvorkommen hier oben. Okay. Ja, was es noch zu sagen gibt. Wir haben ja hier die ganze Stromversorgung. Was ich hier noch herausgefunden habe. Ich weiß jetzt, wofür hier diese, hier das Rohrventil und wozu wir hier diesen Stromschalter benutzen können. Der Stromschalter schaltet natürlich nicht das ganze Stromnetz ab, wie ich gedacht habe, sondern er unterbricht den Strom an dieser Stelle. Also wenn wir, sagen wir, hier den Stromschalter einbauen und den ausschalten, wird dieses Gebäude hier abgehängt vom System. Das wird natürlich sehr, sehr wichtig sein, gerade wenn wir hier zum Beispiel eine Raffineriezentrale bauen werden, wird das schon wichtig sein, dass wir, wenn wir hier ein Leck haben, es ist ja auch so, wenn hier das Stromkabel leckt, sagen wir, hier unten haben wir ein Stromleck, dann geht die Drohne hier hin und repariert das. Wenn wir hier dann aber den Schalter abklemmen, wird hier halt nur Strom hier unten flöten gehen. Also der Stromleck, da geht ja dann Strom verloren. Aber falls wir da nicht mit dem Schalter abschalten können, geht halt beim ganzen Stromnetz wird Strom zusätzlich abgezapft. Und das kann später schon ziemlich entscheidend werden. Vor allen Dingen bei Kuppeln, da werde ich mir dann ein spezielles System einbauen, wo wir separate Ressourcentanks, also Sauerstofftank, Wassertank, Stromgenerator hinbauen, damit halt die Kuppel, falls wir ein Stromleck haben, einfach vom Netz genommen werden kann und via die Generator, also die Speichermedien weiterhin versorgt wird. Nicht, dass wir unsere Siedler dem Risiko aussetzen, aufgrund eines Stromlecks zu frieren oder gar zu verhungern. Genau. Das dazu. Und jetzt würde ich mal sagen, hier schauen wir mal zu und schalten hier mal auf Tempo, damit hier die Drohnen und uns die Raffinerie hier alles schön bereitstellt. Was wir machen könnten ist... Nein, das nützt ja nichts. Das nützt ja nichts. Ich wollte gerade einen zweiten Wasservaporator hinbauen, um die Produktion zu beschleunigen. Aber das braucht ein Wasser, das produzieren wir. Also von daher, das läuft alles. Da kann ich nichts verbessern, nichts optimieren. Da müssen wir jetzt einfach mal kurz abwarten, bis diese Rakete voll ist, voll betankt ist. Sieht jetzt ein bisschen trist aus, da die Drohnen beinahe nichts mehr machen, aber okay.
Apropos Drohnen, was wir noch machen können, ist hier diese Ladestationen verteilen. Sector scanned. Anomaly found. Ich würde mal sagen, hier oben eine hin. Eine Anomalie gefunden. Kurz zurück auf normal Tempo. Wo haben wir die? Oh ja. Hier, direkt mal erforschen gehen. Wo haben wir denn den Rover? Wieso macht er das nicht? Komm schon. Hallo? Jawohl. Und los geht's. Und weiter. Das wird uns einfach wieder Forschung geben oder was auch immer. Boah, hier haben wir 832 Edelmetalle gefunden hier oben. Das ist sehr, sehr geil. Wir haben eine Forschung abgeschlossen. Was denn? Was haben wir denn jetzt abgeschlossen hier? Hier, das da. Treibstoffkomprimierung. Jawohl, 10.000 mehr Platz. Was haben wir hier Neues? Lagerkomprimierung. Lagerkapazitäten von Wasser, Sauerstoff und Strom um 50% erhöht. Ach du Scheiße, das ist aber geil. Und hier, Moxi, das wird der Sauerstofffilter sein. Da werden wir dazu kommen, wenn wir die Kuppel bauen werden. Oder soll ich das schon mal... Das müssen wir später schauen. Da möchte ich mich noch nicht so in die Nesseln setzen. Ja. Und was sagt unsere Rakete? Wie sieht's aus? Sind wir fast bei 30 jetzt. Hier können wir halt nicht allzu viel machen jetzt. Wieso baut die Drohnen hier denn nicht das ganze Vorkommen ab hier? Komm schon. Ihr könnt da schon etwas tun. Hier, was auch noch geil ist, wie er sich hier immer... Es sieht so aus, als würde er sich hier immer tiefer reinbauen. Das ist schon noch geil. Oh, 1250 Forschungspunkte erhalten durch die Anomalie, die wir geholt haben. Was machen wir denn hier eigentlich? Generieren 100 Forschungspunkte, jawohl. Okay, das passt doch mal. Den sofort zurückholen und am Stromnetz anhängen, dass er immer bereit ist, obwohl er noch sehr, sehr viel eigentlich Strom hat, aber... So Strom, natürlich Akkuladung. Ja. Okay, also das mit dem Schalter, mit dem Ein- und Ausschalten der Stromnetze und Rohrnetze, das ist natürlich schon auch noch etwas ziemlich Wichtiges, finde ich. Denn das ermöglicht uns natürlich... Research complete. Wir haben wieder eine Forschung. Das ermöglicht uns natürlich, das Netz komplett zu schützen, falls da irgendwas passiert. Das werden wir aber später noch sehen. Jawohl, jetzt haben wir 100 mehr Forschung pro Erkunder. Jawohl, das passt. Die Drohnen-Hubs selber bauen. Ja, okay. Die zusätzlichen Drohnen, ja, die Lager. Ja, komm, das lassen wir mal so gelten. Was haben wir hier noch? Rover müssen nicht mehr aufgeladen werden. Ferngesteuerte Rover starten mit 4 zusätzlichen Drohnen und eine erhöhte Kommandolimite von 12. Oh, cool. Die Entwicklung einer spezialisierten KI mit verbesserten Autonomie und fortschrittlichen Multitasking-Fähigkeiten erlaubt es unseren Rover, mehr Drohnen gleichzeitig zu kontrollieren. Okay, das ist ziemlich geil. Hier haben wir die Maschinenteilfabrik, aber ganz ehrlich, die werden wir erst später erforschen. Die werden wir erstmals von unten mitbringen. Sobald wir wieder eine Rakete runterschießen, können wir da das dann nach oben mitbringen. Und jetzt geht es nicht mehr allzu lange. Tut mir also echt leid, diese Wartezeit. Aber so ist es halt auf dem Mars. Ja. So läuft's. Wer nicht sauber mitdenkt, der muss halt mal ein, zwei Sol warten, bis er die Rakete wieder zurückschießen kann. Hier stromtechnisch sind wir sehr, sehr gut im Rennen. Da wird es auch schon wieder Nacht. Radio 101, yeah. To Mars Official Radio, your reliable source for the music you love. Hier haben wir natürlich in der Rakete noch 7 Treibstoffteile verschenkt. Da wären wir jetzt schon startklar, aber okay. Es ist ein Lernprozess hier bei den Goonies. Wie gesagt, ich kenne das Spiel noch kaum. Also spiele eigentlich hier mit euch bereits nur die zweite Mission und bei der ersten habe ich circa 2-3 Stunden gespielt, also mehr nicht. Von daher, ja, hier stehen... jetzt schaut euch das an. Jetzt haben wir das Problem. Wir haben hier einen Kabelverlust. Hier. Und jetzt.
Das verliert 6,1 Strom pro Stunde. Also das ist ziemlich viel, ehrlich gesagt. Hier, komm, reparier das. Und jetzt hätten wir hier, können wir hier, oh. Wenn wir hier jetzt einen solchen Stromschalter bauen würden, hier beispielsweise, könnten wir hier halt den Strom kappen und es würde lediglich hier oben von diesen Geräten hier Strom verlieren und hier unten würde alles beim Alten bleiben. Das ist doch schon sehr, sehr wichtig. Ja, das werden wir halt später im Verlauf des Spiels, vor allen Dingen dann mit der Kuppel, werden wir das sehen, dass das sehr, sehr entscheidend sein kann. Wie viel brauchen wir noch? Noch 2 Treibstoffe. Komm schon. Holt euch die Dinger. Was wir machen könnten, ist, wir könnten vorgängig bereits mal hier oben... Nein, das brauchen wir nicht. Ich wollte jetzt den Drohnenhub schon bauen, aber das brauchen wir effektiv erst, wenn wir die Rakete nach unten geschickt haben. Und wieder nach oben. Das kommt noch dazu. Sektor scanned. Oh, was ist das denn für ein geiler Sektor? Ja, mehr Polymere. 7 Polymere? Was, wo sehe ich denn das? Sind das Polymere? Nein. Oh, und los geht's. Sofort die Rakete starten. Hier geht die erste Rakete, gehen wir nach Hause. Auf Wiedersehen, mach's gut. Sag schöne Grüße nach unten und komm schnell wieder nach oben. Ready, set, go. Und tschüss. Und weg ist sie. Okay, also die erste Rakete haben wir betankt. Hier sofort die Priorität nach oben schrauben. Was haben wir erreicht? Eine Anomalie gescannt. Vom Mars aus eine Rakete gestartet. Ach so, Sol 8 wäre das. Oh, das ist ein bisschen spät. Aber okay. Alles klar. Die Rakete also wieder unten. Was denn? Oh, was ist denn jetzt? Ist jetzt die Rakete schon wieder unten oder was? Nein. Wie lange dauert denn das? Das sehe ich jetzt gar nicht. Okay, aber hier nochmal zurück. Wo genau sind hier Polymere? Ist das Polymer? Nein, das sind irgendwelche Kieselsteine. Das auch nicht. Das hier, das ist doch Metall. Das ist ein Metallvorkommen, jawohl. Oh, das sind Polymere? Okay, das sieht echt... Das ist jetzt hier ein bisschen dunkler als das Metall. Okay, das sind also Polymere. Können wir die direkt mal holen hier? Ich versuche das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal versuchen. Und außerdem, ja, unsere Drohnen müssen ja sowieso hier 4% erst. Die müssen ja eh noch warten. Wir müssen hier eh abwarten hier jetzt, bis die zweite Rakete wieder, respektive die erste Rakete wieder nach oben kommt. Also gut, der fährt hier hin. Und baut der das jetzt ab mit seinen Drohnen oder nicht? Kann sich der beladen? Nein, die stellen das natürlich da einfach hin. Okay, das klappt also nicht. Okay. Das ist jetzt etwas schade, aber okay. Also wieder zurück. Abmarsch zurück nach Hause. Und wie sieht's mit der Rakete aus? 35%. Oh Mann, das geht jetzt richtig, richtig lange. Aber, ja. Coming to a new culture is quite a challenge. Jetzt werden wir aber bereits mal hier unser Drohnenhub hier oben hinsetzen. Und zwar so weit nach oben wie möglich, denn dadurch wird sich natürlich auch der Sektor erweitern und das hier sieht sehr, sehr gut aus. So machen wir es. Jawohl. Hierhin. Wir bereiten alles vor für die Wasserraffinerie. Soll ich die schon hinbauen? Macht das Sinn, jetzt schon hinzubauen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber Strom ziehe ich sicher mal hoch, damit alles vorbereitet ist, wenn die zweite Rakete zurückkommt. Das Stromnetz ziehe ich hier mal direkt unter den Wasservorkommen hoch. So. Das steht mal. Das kann schon bereits gebaut werden. Das passt schon. 49% immer noch. Oh Mann. Sektor scanned. Anomaly found. Select a sector to scan. Jawohl, wir müssen weitere Sektoren scannen. Wie machen wir weiter? Was ist am sinnvollsten?
Ich glaube mal, was ich noch mache, ist, ich baue hier mal einen... Wo ist das denn? Hier mal einen Sensorenturm. Zu weit funktioniert. Drohnenkommando. Oh, ja, natürlich. Oh. Ich hatte ihn doch schon da oben. Naja, okay. Ich gehe nochmal hier runter, baue einen Drohnenturm hin. Und die Sektoren, die ich forsche, hier rum. Denn da wird wieder der Bonus zuschlagen, was sicherlich hilft. Eine Anomalie haben wir noch gefunden. Dann gehen wir hier mal runter. Oh, wir haben hier zuerst noch eine. Das haben wir ja toll hingebracht. Also auch Anomalien sind hier unten sehr stark vertreten. Und hier dieser Sektor, der ist schon echt, der ist gewaltig hier. Wir haben 1937 Beton, 73 Metalle, 612 Edelmetalle, 5 Polymere. Oh, was? Was ist denn das, der Unterschied hier? Ich dachte, achso, dass die Metalle aus dem Boden vorkommen. Und 363 Edelmetalle. Das ist schon ziemlich geil. Ja, das läuft schon. Okay, also wieder beschleunigen. Ja, ansonsten läuft hier ja nichts Spannendes. Leider. Hier wird mit Strom versorgt. Jawohl. Das passt schon. Jetzt könnten wir beispielsweise hier oben... Hier, ich sag mal, hier an dieser Stelle einen Schalter hinbauen. Und wenn irgendwo hier in der Raffinerie Stromverlust ist, könnten wir die komplette Raffinerie... Wir werden ja hier die Raffinerien hinbauen, sobald wir sie wieder oben haben. Können wir beispielsweise dann die sämtliche Raffinerien ausschalten. Das wäre halt schon cool. Hier also der Sensorturm so weit wie möglich nach unten. Jawohl. Und los geht's. Research complete. Anomaly analyzed. Jawohl, wir haben wieder eine Forschung freigeschalten. Neues Gebäude, Drohnenfabrik, 20 Metalle, 10 Maschinenbauteile und 3 Personen. Stellt aus elektronischen Geräten Drohnenfertigbauten her, mit denen in den Drohnenhubs neue Drohnen gebaut werden können. Okay, cool. Wir können jetzt allein mit den Materialien, die auf dem Mars abgebaut werden, ganze Drohnen herstellen. 4500 Forschung, also jetzt müssen wir irgendwie mit den Forschungsprojekten, müssen wir irgendwie nach oben kommen. Da wird ziemlich was auf uns zukommen jetzt zukünftig. Und da braucht es aber schon einiges, bis wir da eine Drohne hergestellt haben. Von daher, ja, wir lassen das mal so weiterlaufen. Hier, der Kerl kann auch hier hin. Und der Turm wird auch noch gebaut. Und die Rakete ist wieder unten. Okay, zurück auf Normaltempo. Und sofort, hier eine von zwei, jawohl. Frachtraketen, Fertigbauteile. Komm, bring die Raffinerien hoch. Was nehmen wir da, gleich 3 Stück mit? Ja, ja, 3 Stück, das sollte schon passen. Wie viel stellen die schon wieder her? Moment, kurz Moment. Kurz Moment, das muss ich kurz prüfen. Okay, die brauchen 5 Strom, 1 Wasser. Und sie stellen dann her, wie viel... Ja, die werden einfach, die produzieren dann Treibstoff. 12 Stück pro Sol. Das heißt, wir könnten dann, wir haben 40, wir könnten pro Sol eine Rakete wieder hin und her schicken. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Also 3 Stück, das sollte schon reichen mit dem Wassertank. Das sollte doch schon reichen. Strom haben wir bis zum Ende genug. Kurz schauen, wie viel Strom haben wir? Ja, genau, 4, das würden, wir könnten sogar 4 noch hochnehmen. Okay. Alles klar. Die nehmen wir mit Sicherheit mal nach oben. Drei Stück. Das passt. Eine Polymerfabrik und so weiter. Das, denke ich, ist noch zu früh. Wasser brauchen wir nicht. Das haben wir oben. Was brauchen wir ansonsten noch? Ein Transporter wäre mal nicht schlecht. Den nehmen wir ebenfalls mit. Die Geldmittel, die sehen noch sehr, sehr gut aus. Von daher bringen wir noch nach oben. Metalle bauen wir eben, bauen wir oben ab. Wir brauchen noch... Ja, was... Wie viel haben wir noch? Frachtkapazität noch 35.000. Okay. Drohnen zusätzliche jetzt? Weiß ich gar nicht. Metalle brauche ich nicht. Sollen wir schon mal Nahrung? Nein, ich glaube nicht. Wir nehmen noch Polymere.
30 Stück. Maschinenteile 30 Stück. Elektronische Geräte 25. Und da geht das Geld schon ziemlich zur Neige hier. Soll ich noch eine Raffinerie mitbringen? Hier jeweils nur 20. Und dafür noch eine Raffinerie. Oder noch ein Generator oder... So eine müssen wir so oder so mitnehmen für die Kuppel dann. Also können wir die eigentlich direkt mal reinpacken. Oder soll ich nochmal eine Treibstoffraffinerie... Ach komm, ich nehme noch eine Raffinerie mit und ich könnte sogar noch eine. Ne, 4, das reicht schon. Und eventuell noch ein Sterling. Ich muss etwas aufpassen mit dem Geld. 3, das reicht schon. Komm, das reicht. Und... Weiter mit nach oben nehmen wir noch. Ach komm. Mach hin hier. Das passt schon. Ein Sterling noch. Nein, das lassen wir. Aber wir nehmen hier noch weitere Teile mit nach oben. So. Und los geht's. Die Rakete ist gestartet. Und damit würde ich sagen, sind wir wieder an dem Punkt angelangt, da wir auf dem Mars mal eine kleine Pause einlegen. Da ist eine weitere Folge bereits abgedreht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es hier jetzt nicht gerade so spannend war. Wir haben hier mal vorbereitet. Oh, bitte, bitte, nein. Nein, 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 nein. Ein Wasser. Ah, oh, den können wir bauen. Den können wir bauen. Wasser kriegen wir also, können wir bauen. Werden wir beim nächsten Mal, wenn wir uns hier um das Wasser vorkommen, bemühen und hoffen, dass die Rakete kommt sehr, sehr schnell nach oben, dass wir hier die Raffinerien hochziehen können und unseren Verkehrsmittel, die Raketen, einfach viel, viel schneller hin und her senden können. Das war's also wieder, eine weitere Folge. Vielen Dank, bist du mit dabei. Ich bin natürlich dankbar für sämtliche Likes und Kommentare und sage Tschüss und Ciao aus der Welt von Goonicorn. Wir melden uns mit den Goonians wieder mal ab vom Mars. Tschüssi!